Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Sky Factory 3. So, zwischen den Folgen sind Schafe gespawnt. Ja, wir haben jetzt Schafe. Ja. 4 Stück. Ich habe die Mob-Farm ein bisschen umgebaut. Dass jetzt auch wieder mehr Monster spawnen, weil irgendwie seitdem ich die umgebaut habe, spawnt da gar nichts mehr. Nur noch Fledermäuse und naja, die brauchen wir ja überhaupt nicht. So, ich habe das hier soweit auch noch ein bisschen schon mal soweit sortiert. Also, all den Loot, den wir wollen, kommt jetzt hier rein. Aber irgendwie spawnen nur noch Fledermäuse, habe ich ein Gefühl. Naja, was ich heute gerne machen würde, wir haben jetzt Netherquarz. Sehr viel sogar. Ich würde gerne gucken, dass wir da jetzt heute etwas mitmachen. Und zwar habe ich da so zwei Sachen, die ich auf jeden Fall mit dem Netherquarz machen möchte. Einmal ein Refined Storage System. Ja, Add Refined Storage. Und dann würde ich gerne von Environmental Tech ein Solar Panel Tier 1 machen. Ich würde sagen, das Solar Panel geht am schnellsten. Da braucht man Electrical Steel, 4 Stück. Das heißt, wir genehmigen uns hier einmal 4 davon. 4 davon und wir brauchen ein wenig Sand, was wir einmal durch die Sackmühle jagen. So, hier habe ich ein bisschen Fused Quartz gemacht, einfach weil ich glaube, das werden wir mal brauchen. Wir haben jetzt ernsthaft... Wow. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann machen wir das eben doch so, meine Güte. Hab ich zuerst eigentlich die Kohle durch? Wir können mal gucken, was brauchen wir für ein Solar Panel. Wir brauchen 4 Goldblöcke, die können wir schon mal holen. So, Gold. Das sind 36 Gold, die wir brauchen. Haben wir da. Dann schmeißen wir das da rein. Sehr schön, das Cold Powder haben wir. Und wir haben Silicon Alloys Only. Dann, ja, ich habe währenddessen noch mal ein bisschen Roasted Corn gemacht. Das ist einfach noch Maiskolben im Ofen. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen Solarzellen. Da brauchen wir Clear Glass. Sehr schön. Jetzt habe ich gerade alles Sand, was wir hatten, ne? Jawohl. Meine Damen und Herren, mein Name ist Dominik. Ich bin ein Vollidiot. Wie geht es denn Ihnen heute? Ja, kriegen wir mal schnell wieder hin. Dann nehmen wir uns hier so einen Diamond Hammer. So, machen wir mal so. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Machen dann einmal hier ein wenig rüber. Das war jetzt natürlich blöd, dass ich das verpeilt habe. Dass ich nur noch so wenig Sand hatte, aber naja, ist ja jetzt schnell erledigt. So. Keine Ahnung, was mit dem Enderman gerade schief ging. Ich glaube, der hat Aua bekommen. So, wir haben Sandende. Das passt. Den Rest stopfen wir mal hier rein. So, ich würde sagen, haben wir denn hier das Buch von Environmental Tech? Jawohl, hier die Digital Guide. Schauen wir uns mal da rein. So, für ein Solar Array Tier 1 brauchen wir 16 Structure Block Tier 1, 9 Solarzellen, 4 Modifier Core und den Controller. Also werden wir jetzt einmal Solar, diese Solarzellen, brauchen wir dann 30 Stück, dann einmal 30 Netherquarz schon mal, das schmeißen wir mal schon mal hier rein, das kann dann da schon mal vorbereiten, das Electrical Steel dürfte dann jetzt auch fertig sein, sehr schön,
Dann sehe ich gerade, ich habe noch was vergessen vorzubereiten. Ich brauche nämlich Cleanstone. Furnace only. Machen wir hier, da geht dann schon mal was schneller. Boah, heute. Weißt du, war ich letztens so super vorbereitet und jetzt wieder alles in Arsch. Naja. Kommt davon, wenn man nichts vorbereitet hat, Ende. So, wir machen schon mal unsere Goldblöcke parat. 4 Stück. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Photovoltaikzell. Da brauchen wir. 3x9 sind 7. Ne, wir brauchen 30 insgesamt. 4. So. So müsste das passen. Zack. Zack. Haben wir schon mal die Photovoltaikzelle. Was brauchen wir hier noch? Redstone. Und Eisen, ne? Genau. Wo ist das schon wieder in der Ressourcenschleuder? Ich bin ein Idiot, ne? Ich bin ein richtiger Idiot. So, Clear Glass. Solar Cell. 3 Stück. Dann kriegen wir schon mal den Solar Panel Controller Tier 1 hin. Den haben wir. Das packe ich dann auch. Also Obsidian habe ich auch genug. Alter, Alter, wo, was mache ich jetzt hier gerade? So, jetzt warte mal gerade. Ich bin gerade am überlegen, wo ich das hinpacken soll. Ich nehme mal hier meine Eye-Chisel. Ja, und ich weiß, ich kann Shift gedrückt halten, damit ich alles chisel, aber hatte ich gerade keinen Bock drauf. Pass auf, dann machen wir jetzt mal so. Machen wir hier mal ein bisschen höher. Wie groß wird das? 5 mal 2 mal 5. Also machen wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. Ecke. 1, 2, 3, 4, 5. Ecke. 1, 2, 3, 4, 5. Ecke. Und voilà. Dann können wir nämlich jetzt hier nochmal gerade so machen. Machen dann jetzt hier auch mal eine Umrandung. Also ich bin ehrlich, gerade bin ich nicht zufrieden, weil ich hier zusammen kleister. Oh, da wird auf jeden Fall ein Livestream nötig sein, das alles hier auch schön zu bauen. Weil, wie gesagt, ich habe mir da schon was überlegt, wie das später aussehen soll, aber naja. Später ist nun mal nicht jetzt. Nein, ich will den hier. Das war aber auch wieder so typisch. Naja, das war so ein Durchspruch. Später ist nicht jetzt. Danke, Captain Obvious. Und sonst? So, F7. Kann hier was spawnen. Jawohl, das haben wir. Dann muss das genau in die Mitte. Und der kommt dann, glaube ich, hier hin. So. Damit ist unser Solar Panel noch lange nicht fertig. Denn wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch hier den Cleanstone. Das sollte auf jeden Fall langsam reichen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da rausbekommen. Denn wir brauchen jetzt noch Hardened Stone. Den hier. Ui, das reicht schon noch nicht. Wie viel brauchen wir davon? 16 Stück, also bald haben. Oh. Ah.
Boah, ey, ich bin mit dieser Aufnahme richtig, richtig unzufrieden, ne? Ich dachte, ich hätte es gemutet. Ne, ich habe nur mal Split. Boah. So. Aber da muss ich mal gerade ganz, ganz kurz antworten. Montag. Auf jeden Fall. Jetzt bin ich wieder geistig da. Also, so gut es halt gerade bei mir geht. Ich meine, ihr wisst, ich bin nicht geistig der Hellste. Was? Nee, jetzt mal aber Spaß beiseite. Jetzt mal wieder zurück an die Frikadellen. Wir machen jetzt unsere Solarzellen fertig. Ah, stimmt. Stimmt. Das ist alles gut. Ich war ganz verwundert. Hä, ich hatte doch Ziegen ausgerechnet. Ja, diese Aufnahme ist nicht die beste. Ich gebe es dazu. So, 1, 2. 1, 2. Und 16. Damit haben wir jetzt fast alles. Es fehlen, glaube ich, nur noch, genau, 4 Modifier Core. Wir wollen erstmal gar keinen Modifier reinpacken, weil, naja, lohnt sich nicht und zweitens. Ein scheiß Modifier. Ne, warte mal, wir kriegen ja scheiß Modifier, wir können gar nicht welche machen. Weil den einzigen, den wir für Solar Panel machen können, ist das Piezo Modifier und das braucht Mica. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wo war ich jetzt dran? Genau, ich brauche jetzt 4 Eisenblöcke. Zwei. Was war das jetzt noch? Nochmal Clear Glass. So. Und so. Dann brauche ich jetzt. Oh, wir haben jetzt, ich habe es ganz richtig vergessen. Wir brauchen noch einen Assembler. Brauchen wir einen Tier 2 sogar. Gehen wir mal ganz kurz mal hier 2 Gold holen. Zack, zack. Das sind 3. Machen wir mal so und so. Zack. So. Zack. So und. Zack, und wir brauchen 2 Obsidian. Juri! Assembler. Der Assembler ist einfach dafür da, dass wir diesen Multiblock zusammensetzen. So, und während das jetzt hier gerade zusammenbrutzelt, legen wir das hier schon mal alles aus. Machen wir schon mal 2. Und dann gehen wir zurück zu unserem Solar Controller. Und wenn wir jetzt damit einmal Left-Click machen, wenn sie mal aufgelistet, was wir alles brauchen. Wenn wir jetzt damit Rechts-Click machen, fängt er an, die Blöcke zu platzieren. So, und das einzigen beiden Blöcke sind jetzt nur noch die Modifier-Cores. Sagt er das jetzt auch? Nö. Und man kann einfach mal Shift-Rechts-Click machen und kann die Blöcke dann einfach zerstören. So, wo haben wir meine Maiskolben? Ist auch eine ziemlich übertrieben gesunde Ernährung, nur von Maiskolben. So, zack. Dann machen wir noch auf die beiden. Gucken wir mal bei der Mobfarm vorbei, was da so alles gespawnt ist. Können da auch noch ein bisschen übertreiben. Machen wir auch. Aber jetzt sollte hier erstmal das fertig sein. Jawohl. Das heißt, wir haben jetzt unser Solar Panel fertig. Okay.
Komm mal her, Creeper. Aua. Naja. Zack. Zack. Multiblock Assembly complete. Und wir generieren jetzt hier RF. So, jetzt müssen wir irgendwie noch die Energie darüber kriegen. Und vor allem muss ich mal ganz kurz rauf und ein bisschen ausleuchten. Ja, so sieht das dann auch von oben aus. Ich bin ehrlich, ich mag dieses Design davon. Generell, Environmental Tech ist ein cooler Mod, finde ich. So. Aber auf jeden Fall, hier unten kann es auch nicht spawnen, nein. Ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal zwar noch hier die Energie, aber das nächste Teil, was ich aufbauen möchte, den Void Resource Miner, den packen wir direkt daneben, da können wir auch schon mal die Plattform für aufbauen. Also, wir brauchen eine 7x7. 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, schade, ich habe kein wildes Hund dabei. Stimmt, ist ja eben kaputt gegangen. So. Ziehen wir hier eine Fackel. Dann haben wir ja auch schon mal alles fertig für den Void Resource Miner. Den können wir auch schon mal anfangen. Der Void Resource Miner benötigt Gold, ein Endstone, eine Clear Lens, Laser Core, Netherrack und Moss Stone. So. Dafür habe ich aber echt was vorbereitet. Wir nehmen mal hier kurz die Slabs runter. Haben hier einen Endstone und einen Netherrack drin. Und das können wir uns mal schnell anschauen. Man kann einfach mit einem Lava-Eimer und einem Glowstone das Endstone herstellen. Oder genauso gut mit Redstone Netherrack. Sehr schön. Das einzige Thema jetzt nur noch wird der Mosstone sein. Der ist ein bisschen trickiger. Ich glaube, da werden wir über die Nature Essence gehen müssen. Pumpkin, Weizen, Zucker und Kaktus. Machen wir mal gerade. Also. 4 Weizen. Ich packe das mal gerade hier alles mal weg. So. Kaktus Seeds. Ich habe keinen Kaktus. Hier sind auf jeden Fall die Pumpkin Seeds, die pflanze ich jetzt gleich an. Zuckerrohr. Habe ich jetzt echt keine Kaktus Seeds? Ah, doch, da. Ich wollte schon gesagt haben. Ja, ich brauche nur kurz. Sand. Warte mal, da können wir auch gleich mal hier noch was fertig machen. Fällt mir gerade ein. Okay. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Prove the world, that sand grows sugarcane faster than the dirt. Than dirt with a block of snap. Da werden wir einmal ganz kurz. Da. Dann beweisen wir mal der Welt, dass Snap besser ist als Sand. Dazu machen wir hier mal so ein Viererkomplex hin. Wasser. Und dann machen wir Snap. Snap ist Sand übereinander.
So, machen wir hier auch mal eine Fackel dran. Und dann brauchen wir den Zuckerrohr. Und jetzt gucken wir einfach nur noch zu. Okay, es ist langweilig. Ja, also ich schätze mal, der Snet wird auf jeden Fall schneller wachsen. Können wir das eigentlich mit der Gießkanne noch ein bisschen beschleunigen? Währenddessen kann ich dann nochmal hier Kaktus anpflanzen. Der war gut. So, wo würde es jetzt zuerst anfangen zu sprießen? Ha! Wir haben es bewiesen. Snet wächst schneller auf Sugarcane, wächst schneller auf Snet als auf Sand. Bewiesen. Haben wir abgeschlossen. Ja. Das war jetzt zwar ein bisschen blöd, aber. Kann die das hier auch hochpushen? Anscheinend nicht. Gut, dann kann dann wieder da rein. Pumpkin muss ich noch anpflanzen. Warte mal, da haben wir ja Bohnenmehl. So, und das bleibt drin. Nehmen wir hier mal die Knochen, die habe ich gerade eben da reingetan. Zack, zack, hoch. So, ja, und den Rest hier, den packen wir mal wieder weg, ne? So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Kaktus. Und die Nature. Also Zuckerrohr haben wir, Weizen haben wir, Kürbis und Kaktus. Ja, ich setze mal, das werde ich jetzt schon ausgehend ein bisschen vorbereiten. Also so scheiße bin ich jetzt auch nicht. Haben wir? Oh, wir haben einen Legendary Loot Bag, da können wir doch mal gerne reinschauen. Draconium Dust und ein Summoning Pendulum. Das Summoning Pendulum, das können wir gut gebrauchen für die Tiere da hinten. Weil gerade haben wir ja eigentlich nur Schafe, ne? Da können wir mal. Ja, die Schafe sind jetzt hier drin. Perfekt. Oh, was hast du so in der Tasche? Ja, Portemonnaie und Handy. Und du? Ja, Schafe. Es ist einfach ist dumm. Ja, gut, ne? Dann werde ich jetzt einmal den Rest vorbereiten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, ich werde es wirklich vorbereiten. Es tut mir so leid. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.